Viele wissen ja, dass ich gerne Master Duel spiele und ihr da draußen spielt ganz sicher auch gerne Master Duel, sonst wärt ihr nicht auf diesem Video. Und oft werde ich gefragt, ja, Master Duel ist ja ziemlich cool und ja, es gibt ja diese Ingame-Events und die sind auch besonders toll. Die gibt es natürlich nicht so oft, aber ab und an. Aber gibt es nicht noch irgendwas anderes? Gibt es nicht etwas sowas wie Turniere? Und ja, Leute, natürlich gibt es so etwas und dafür ist das Video da, denn ich stelle euch nochmal vor, welche Turniere es gibt. Um genau zu sein, gibt es die Challenger Cups. Du hast noch nie was von gehört? Davon? Dann bist du hier richtig, denn die Challenger Cups gibt es jetzt schon seit einem Jahr und sind eben Turniere in Master Duel. Das Wichtige dabei ist, das Ganze ist natürlich kostenlos. Bedeutet also, das Ganze kostet für euch gar nichts und ihr könnt eben einfach teilnehmen. Des Weiteren sind das eben offizielle Turniere von Konami selber. Bedeutet also, das sind nicht irgendwelche Turniere, wo ich weiß, ist das alles gut? Nein, es sind offizielle Turniere eben von Konami und laufen auch sehr souverän ab, denn ich selber bin einer der Hoster der Turniere. Ich habe schon diverse Turniere eben gemacht, also diverse Challenger Cups und dort wart auch ihr dabei, vielleicht auch du oder vielleicht du eben in der Zukunft. Und ja, natürlich ist das Ganze kostenlos und nicht nur, dass es kostenlos ist, nein, es gibt auch Preise, aber da gehen wir gleich nochmal ein Stückchen drauf ein, denn wir wollen eben ein bisschen drauf eingehen, wie das alles so ist und natürlich, was für Turniere es gibt. Zum einen ist es so, dass eben natürlich man spielen darf, was man will. Bedeutet also, wir müssen natürlich uns an die Regeln der Banlist und der Sets im Master Duel halten, aber du kannst einfach spielen, was du möchtest und eben dran teilnehmen, was natürlich sehr nice ist, weil du so dein Lieblingsdeck spielen kannst oder eben auch mal ein Deck ausprobieren kannst. Des Weiteren wird es Turniere geben von Teilnehmerzahl von 64 Teilnehmer bis zu 512 Teilnehmer. Heißt also, du kannst dich entweder in einer kleinen Gruppe deine Decks testen oder natürlich in einer ganz großen und gucken, ob du vielleicht ein großes Turnier gewinnen kannst. Natürlich sind die Preise unterschiedlich, je nachdem, wie viele Teilnehmer sind. Bedeutet also, wenn wir viele Teilnehmer mit die größere Preise, weil ja, ist auch schwieriger, sie zu bekommen, ne? Von daher ist es klar. Das Ganze wird eben auch gestreamt von eben verschiedenen Content-Creatoren, darunter eben aus der UK, aus Frankreich, aus Deutschland, Italien und natürlich auch Spanien. Also für jeden etwas dabei, egal welche Sprache. Ja, Deutsch natürlich auch. Unter anderem halt eben werde auch ich das mal. Heißt also, falls du das Ganze nochmal richtig mitbekommen willst, dann einfach, ja, bleib einfach hier dabei. Du wirst es auf jeden Fall mitbekommen in Form eben von Livestreams. So, ich habe jetzt schon gesagt, dass das Ganze eben seit ein Jahr existiert und jetzt wollen wir natürlich darauf eingehen, was jetzt kommt. Denn jetzt kommt die Herbst-Season. Bedeutet also, wir hatten verschiedene Seasons, wir haben jetzt gerade natürlich die Sommer-Season, jetzt kommt die Herbst-Season und die Herbst-Season startet am 8. November und geht dann eben bis Ende Dezember und auch wie in den vergangenen Challenger Cup-Seasons wird es hier ein Grand Final geben. Jetzt fragen wir uns natürlich, okay, was ist das Grand Final? Naja, das Grand Final ist folgendes. Und zwar, am Ende der Season wird geguckt, wer waren denn die besten Spieler, um genau zu sein, besten 128 Spieler in der kompletten Season. Und wie kann man eben in dieser Platzierung aufsteigen? Ganz klar, man kann Punkte sammeln. Und wie geht das Ganze? Einfach an den Challenger Cups teilnehmen. Und wenn man erster Platz wird, oder zweiter, dritter, vierter, fünfter, kriegt man verschiedene Punkte. Natürlich, je weiter oben, desto mehr, ist natürlich klar. Und wenn man eben dann dementsprechend Punkte bekommen hat, dann ist man in einem Leader. Und am Ende der Season wird geguckt, wie weit bist du, wenn du in den Top 128 bist, darfst du eben im Grand Final teilnehmen und dort wird es ebenfalls wieder Preise geben und das Ganze ist ebenfalls kostenlos. Also ihr merkt, es ist immer kostenlos, immer Preise, ist also sehr nice, da kann eigentlich keiner meckern. Doch in der neuen Season wird es auch noch ein paar Sondersachen geben und die stelle ich euch jetzt natürlich vor. Denn es wird einmal Folgendes geben und zwar es wird ein 3 vs 3 Turnier geben. Bedeutet also, wie bei der Weltmeisterschaft werden eben drei Spieler gegen drei Spieler antreten und dann eben an ein Turnier zusammen teilnehmen. Finde ich sehr nice, dass man hier eben einfach das gleiche Format hat wie eben bei der Weltmeisterschaft und ich denke, es ist sehr cool, eben dieses Erlebnis zu haben. Vor allen Dingen kann man dann eben nicht nur alleine spielen, sondern ebenfalls mit Freunden spielen. Und ebenfalls wird es noch andere specialige Events geben, aber darüber verrate ich noch nichts, denn das werdet ihr im Laufe der Zeit eben mitbekommen. Also auf jeden Fall 3 vs 3 wird es geben, was natürlich sehr nice ist, weil ich freue mich sehr darauf und vielleicht will ich da ja auch mitspielen oder so. Dann kommen wir jetzt auch natürlich zu den Preisen, denn ja, ich rede die ganze Zeit, es gibt Preise, ja, was gibt es denn? Naja, zum einen gibt es explizite Sleeves, denn ja, Leute, man kann eben Hüllen bekommen, wenn man eben dementsprechend den passenden
Season spielt. Wir haben auch in der vergangenen Season hier schon welche gehabt. Wir haben hier einmal die Sommersleeves und einmal die Frühlingssleeves. Und eben dieses Jahr wird es ebenfalls zu der Herbst-Season ebenfalls Sleeves geben. Bedeutet also, besondere Sleeves gibt es ebenfalls. Des Weiteren gibt es auch Spielmatten. Ja Leute, auch Spielmatten gibt es. Hier jetzt als Beispiel haben wir die Sommerspielmatte. Das ist die aus der Sommerseason. Ist sehr nice. Wie gesagt, kriegt man nur, wenn man ein Topcut ist. Also kriegt eben nicht jeder. Des Weiteren gibt es auch Hoodies. Also, ja, was zum Anziehen. Das bedeutet also, ihr merkt schon, es gibt nicht nur irgendwelche Online-Sachen, sondern nein, ihr kriegt wirklich Sachen zum Anfassen, obwohl ihr an einem Online-Spiel teilnehmt. Außerdem wird es in dieser Season Rückkehr die Jacke geben. Denn ja, Leute, es wird wieder eine Jacke geben. Die gab es zuletzt im Jahre 2022 und jetzt haben wir Ende 23 und sie wird es wieder geben. Bedeutet also, falls ihr eine Jacke haben wollt, könnt ihr diesmal die ebenfalls gewinnen. Außerdem wird es diesmal mehr Plüschis geben und genau zu sein, mehr Rescue Rabbits. Ja, Rescue Rabbits kann man nicht gewinnen. Viele fragen immer, wo hast du das her? Wie kriege ich das Ganze? Ja, Leute, nimm doch einen Challenger Cup teil. Dann könnt ihr das Ganze eben gewinnen und ja, vielleicht kriegst ja auch du einen Hasen. Ja, es gibt jetzt eben mehr. Bisher war es so, dass man sie eben nur sehr schwer bekommen konnte. Jetzt kriegt man sie auch schon in den 128er Turnieren, 256er und natürlich auch bei den 512er Turnieren gibt es ebenfalls Hasen und natürlich auch im Grand Final. Bedeutet also, Rescue Rabbits kann man hier auf jeden Fall gewinnen. Des Weiteren natürlich wird es wieder Konsolen zu gewinnen geben. Denn es war in der Vergangenheit schon so, dass man eben Konsolen gewinnen konnte. Und auch diese Season ist es möglich. Letzte Season war es unmöglich, bei einem einzigen Event das Ganze zu gewinnen. Jetzt ist es möglich, das Ganze bei zwei Events. Also es wird zwei Events geben, wo man eben eine Konsole bekommen kann. Also Leute, ran da, holt euch eine. So, und zu guter Letzt ist natürlich jetzt noch die Frage offen, wie kann man teilnehmen, beziehungsweise wo muss ich mich melden? Naja, dafür müsst ihr den offiziellen Discord-Server folgen von Konami. Der ist natürlich unten verlinkt, auch als Top-Kommentar oben angepinnt. Bedeutet also, dort auf den Link gehen und dort kommt ihr dann zu den Server. Dort kriegt ihr auch alle Informationen zu allen Turnieren, die stattfinden werden. Auch nochmal, wie es ablaufen wird, auch nochmal zu den Preisen und ähnliches. Also da gibt es eben alles. Es gibt eine Frage-Rektion, das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich unten in die Kommentare schreiben oder eben auf den Discord-Server gehen und dort auch bei Frage-Antwort einfach Fragen stellen und dann bekommt ihr eben eine dementsprechende Antwort zu der passenden Frage, ist natürlich klar. Also, ihr müsst halt eben den Discord-Server folgen, um eben an diesen Turnieren teilzunehmen. Und dort kommt ihr dann eben zu den Turnieren und könnt euch eintragen, dass ihr eben teilnehmen möchtet. Wichtig zu erwähnen ist, ihr müsst keine Deckliste abgeben, bedeutet also, Decklisten werden nicht abgegeben, weil das Spiel selber, also Master Duel, eben das Ganze vorgibt. Da kann man ja nicht einfach eben zu viele Karten, zu wenig Karten, verbotene Karten spielen. Ja, das Spiel reguliert das Ganze, dementsprechend braucht ihr keine Deckliste, was natürlich eine große Erleichterung für euch ist, denn ihr könnt einfach starten und let's go. Alles zusammenfassend kann man sagen, falls du irgendeine Information nicht verstanden hast oder irgendwelche Informationen nachlesen willst, folgt den Discord-Server. Und wie gesagt, wenn ihr an Turnieren teilnehmen wollt, folgt den Discord-Server. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und dort werden auch meine Turniere angekündigt, die ich mit unter anderem mitveranstalten werde. Denn wie gesagt, auch ich werde diese Season eben Turniere mitveranstalten. Und ihr könnt dann eben auch im Stream dementsprechend diese Turniere zugucken. Ich glaube, das waren jetzt alle Informationen. War jetzt doch ein bisschen viel, aber ganz kurz zusammengefasst. Falls die Leute mal zum Ende skippen, naja, ich meine dich. Zusammengefasst, ihr könnt eben wieder an Turniere teilnehmen in der Herbst-Season. Das Ganze ist kostenlos. Ihr müsst nur den Discord-Server folgen und dort eben alle Informationen bekommt ihr für die Turniere. Und ihr könnt dann eben Preise gewinnen und eventuell am Grand Final teilnehmen. Und es gibt eben verschiedene Preise, unter anderem diesen kleinen Rocker hier. Also Leute, nehmt teil, es lohnt sich und es macht jede Menge Spaß. Wie gesagt, das Ganze gibt es jetzt schon ein Jahr und wir haben wirklich viele Turniere schon gemacht. Und es gibt sehr lustige Momente auf jeden Fall, die man sehen kann in diesen Turnieren. Es macht eine Menge Spaß und vor allen Dingen ist es das, was wir wollen. Turniere auch im Master Duel, nicht nur irgendwelche Events, sondern wirklich Turniere. Wie gesagt, das bekommen wir eben mit den Challenger Cups. Und falls du davon nichts gehört hast, weißt du jetzt zumindest alles und weißt Bescheid. Join den Discord-Server und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.